Jedes Jahr am 31. Oktober feiert die ganze Welt Halloween. Die ganze Welt? Nein. Ein kleiner, unbeugsamer Haufen Protestanten leistet immer noch Widerstand und ist überzeugt, dass an diesem Tag etwas ganz anderes gefeiert werden muss. Der Reformationstag. Doch was hat es mit diesem Tag auf sich? Das Ganze hat mit Martin Luther zu tun. Nein, nicht der hier, sondern der hier. Beziehungsweise der hier. Mit Martin Luther hat es zu tun und mit einem Mythos. Vor etwas mehr als 500 Jahren, am 31. Oktober 1517 nämlich, geschah etwas, das die ganze Welt verändern sollte. Martin Luthers Thesenanschlag. An diesem Samstag im Jahr 1517 ist der Augustinermönch Martin Luther in Wittenberg unterwegs, auf dem Weg zur Schlosskirche. Bewaffnet mit einem Hammer, ein paar Nägeln und einem großformatigen Plakatdruck. Auf dem Plakat Luthers 95 Thesen. Sie sind ein Protest gegen den Ablass, mit dem die Kirche den Gläubigen das Geld aus der Tasche zieht. Luther geht zur Schlosskirche, nimmt den Hammer und schlägt die Thesen an die Kirchentür. Seine Hammerschläge erschüttern die ganze westliche Christenheit und lassen das europäische Mittelalter einstürzen. Die Kirche verurteilt Luther als Ketzer, doch halb Europa schließt sich ihm an. Es entsteht eine neue Kirche, die evangelische. In ihr dürfen die Priester heiraten. Es gibt keine Mönche und Nonnen. Jeder ist selbst für seinen Glauben verantwortlich. Deshalb werden öffentliche Schulen gegründet, damit jeder selbst die Bibel lesen kann. Die evangelische Kirche ist nicht mehr wie die katholische Kirche des Mittelalters die Institution, die das Heil verwaltet und austeilt, sondern sie ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft derjenigen, die sich gegenseitig das Evangelium verkünden, die frohe Botschaft von Gottes Zuwendung zu den Menschen. Luther beruft sich auf die Bibel, aber auch auf die Vernunft und sein Gewissen. Die Aufklärung sieht deshalb in ihm einen ihrer Vorläufer. Erst mit Luther, so ist der Philosoph Hegel überzeugt, beginnt die Freiheit des Geistes. Und die liberale Nationalbewegung in Deutschland im 19. Jahrhundert sieht in Luther einen ihrer Helden. Seitdem verzichtet kein deutscher Staat mehr, sich auf Luther zu berufen. Nicht das 1871 gegründete Kaiserreich, das in Luther einen nationalen Freiheitshelden sieht. Dasselbe gilt für die Weimarer Republik. Die Nationalsozialisten feiern den deutschen Luther, der schließlich auch Antisemit gewesen sei. Die DDR sieht in Luther einen Vorkämpfer des Fortschritts. Und die Bundesrepublik widmet Luther 2017 ein großes Reformationsjubiläum und eine Plenumfigur. Doch halt, stimmt diese Story überhaupt? Vor 60 Jahren trat ein katholischer Kirchenhistoriker namens Erwin Iserloh auf den Plan und sagte, nö. Also, das mit der Reformation und ihren weltweiten Folgen, das schon. Aber der Anfang, der sei ganz anders gewesen, als der Mythos es besagt. Luther sei gar kein hammerschwingender Kirchenstürmer gewesen und der Thesenanschlag, die Ursprungsstory der Reformation, die habe in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden. Iserloh war der Meinung, dass die Reformation und ihre Folge, die Glaubensspaltung in einen katholischen und evangelischen Teil Europas, eine Katastrophe gewesen sei und die entscheidende Frage für ihn lautete, wer war an dieser Katastrophe schuld? Wenn Luther tatsächlich der hammerschwingende Revoluzzer war, der die Kirche mit seinen Thesen provozieren wollte, dann war Luther der Schuldige. Aber Iserloh war der Meinung, das stimmt gar nicht. Luther, der war in Wirklichkeit kein Revolutionär, sondern ein Reformer und die Geschichte vom Thesenanschlag, die sei später erfunden worden, sie habe in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden. Wie kam Iserloh darauf? Er hatte 5 Hauptargumente. Schauen wir sie uns an. Martin Luther hat sehr viel geschrieben. Seine Werkausgabe umfasst 127 Bände, etwa 80.000 Seiten. Über den Thesenanschlag hat er kein einziges Wort verloren. Woher wissen wir dann überhaupt vom Thesenanschlag? Auftritt Philipp Melanchthon, enger Freund Luthers und sein wichtigster Mitstreiter. Er hat die Geschichte vom Thesenanschlag aufgeschrieben, 1546 in der Werkausgabe Martin Luthers. Melanchthon ist also unser Zeuge. Er ist aber kein zuverlässiger Zeuge, wenn man Erwin Iserloh folgt. Iserlohs Gründe? Erstens,
Melanchthon ist kein Augenzeuge. Er war zum fraglichen Zeitpunkt im Oktober 1517 selbst noch gar nicht in Wittenberg. Zweitens, Melanchthon hat diesen Satz über den Thesenanschlag 1546 geschrieben, da war Luther bereits tot. Er konnte also, falls die Geschichte denn nicht stimmen sollte, ihr nicht mehr widersprechen. Und drittens, Melanchthon hat sich auch in anderen Fällen geirrt, wenn er über die Frühphase der Reformation berichten wollte. Wenn man Iserlo folgt, war Melanchthon auch der einzige Zeuge. In der Forschung werden zwar immer mal wieder zwei weitere Namen genannt, nämlich Johann Agricola und Georg Major, die sich zum fraglichen Zeitpunkt tatsächlich in Wittenberg aufhielten, also potenzielle Augenzeugen sind. Aber laut Iserlo hat keiner von beiden einen Augenzeugenbericht verfasst. Und warum überhaupt ein Thesenanschlag? An der Wittenberger Universität machte man damit öffentlich, dass man über ein bestimmtes Thema disputieren wollte. Im Falle der 95 Thesen Martin Luthers fand aber überhaupt keine öffentliche Disputation statt. Iserlos Argument, wenn keine Disputation stattfand, dann auch keine öffentliche Einladung dazu, also kein Thesenanschlag. Luther hat im Jahr 1518 mehrmals in Briefen geschildert, wie der Herbst 1517 abgelaufen ist. In zwei dieser Briefe, einer an den Papst, einer an den sächsischen Kurfürsten, schreibt er, seine Ablasskritik habe er zuerst privat gegenüber einigen Bischöfen geäußert, und erst dann, als er keine befriedigende Antwort erhalten habe, habe er sie als Disputationsthesen herausgegeben. Iserlos Argument lautet nun, wenn diese Reihenfolge stimmt, dann kann es keinen Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 gegeben haben. Denn einer dieser Briefe an die Bischöfe ist uns heute noch erhalten und er stammt vom 31. Oktober 1517. Das heißt, wenn Luther tatsächlich am 31. Oktober 1517 die Thesen angeschlagen haben sollte, dann hätte er gegenüber dem Papst und gegenüber seinem Kurfürsten gelogen. Und wer will das schon im Ernst behaupten? Also nochmal, wir haben einen schweigenden Luther, einen unzuverlässigen Melanchthon, uns fehlt ein Augenzeuge, es hat keine Disputation stattgefunden und Luther hätte sogar gelogen, wenn wirklich ein Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 stattgefunden haben sollte. Erwin Iserlo hat Martin Luther also den Hammer aus der Hand genommen. Er tat das, um Luther in Schutz zu nehmen vor dem Vorwurf, die Kirche gespalten zu haben. Ein ehrenwertes Anliegen. Das Problem ist allerdings, Iserlos Argumente sind falsch. Hier die Gegenargumente. Thesenanschläge waren an der Wittenberger Universität etwas Alltägliches. Sie fanden andauernd statt. Luthers Doktorvater Karlstadt hat im April 1517 selbst Thesen an die Wittenberger Kirche geschlagen. Wenn Luther also selbst kein Wort über seinen Thesenanschlag verloren hat, dann vielleicht, weil der Vorgang etwas so Selbstverständliches war, dass man darüber auch kein Wort verlieren musste. Melanchthons Bericht über den Thesenanschlag von 1546 wurde für unzuverlässig erklärt. Zwar war Melanchthon tatsächlich zum fraglichen Zeitpunkt nicht vor Ort, und zwar hat er tatsächlich seinen Bericht erst nach Luthers Tod verfasst. Aber dass er sich auch öfters irrte, wenn es um die Ereignisse der frühen Zeit der Reformation ging, ist so nicht richtig. Zum Beispiel glaubte man zu Iserlos Zeit, Luthers Reise nach Rom habe 1510 stattgefunden. Melanchthon aber gibt 1511 an. Ein neuer Aufsatz aus dem Jahr 2011 gibt nun wieder Melanchthon recht. Vielleicht also ist Melanchthon als Quelle doch zuverlässiger, als die Gegner des Thesenanschlags meinten. Schließlich war Melanchthon 28 Jahre lang, von 1518 bis 1546, Luthers engster Freund und Mitstreiter. Ist es da so abwegig anzunehmen, dass er seine Informationen über die Ereignisse der frühen Zeit der Reformation von Luther selbst hatte? Kommen wir nochmal zu den zwei mutmaßlichen Augenzeugen, Johann Agricola und Georg Major. Agricola war damals Luthers Assistent. Er berichtet zwar nicht direkt über den Thesenanschlag, aber er nennt Details wie die Größe des Thesenplakats. Selbst wenn er also nicht direkt Augenzeuge des Anschlags gewesen sein sollte, das an der Kirche hängende Plakat scheint er gesehen zu haben. Georg Major wiederum war damals Sängerknabe an der Wittenberger Schlosskirche und er berichtet selbst vom Thesenanschlag.
Moment, was? Dann hätten wir ja einen Augenzeugenbericht. Ganz so einfach ist es aber nicht. Marius' Bericht ist erst von 1553. Es könnte also sein, dass er einfach von Melanchthon abgeschrieben hat. Aber wir haben zwei potenzielle Augenzeugen, von denen einer die Größe des Thesenplakats kennt und der andere ausdrücklich den Thesenanschlag bestätigt. Aber warum fand keine Disputation an der Universität statt? In einem Brief Luthers wenige Monate nach dem Ereignis an den Bischof von Brandenburg schreibt Luther, er habe in die Arena gerufen, es sei aber niemand gekommen. Die Disputation in Wittenberg fiel also aus, weil sich in Wittenberg niemand Luther entgegenstellen wollte. In der Einleitung der 95 Thesen ruft Luther ausdrücklich zur Disputation auf. Wir wissen inzwischen sogar, dass Luther selbst einen Plakatdruck der Thesen in Auftrag gab. So etwas macht man nur, wenn man das Plakat dann auch aufhängen will. Damit bleibt nur noch das Problem des lügenden Luthers. Schließlich hat er selbst gegenüber dem Papst und dem sächsischen Kurfürsten behauptet, er habe zuerst die Bischöfe informiert und dann erst die Thesen herausgegeben. Doch so einfach ist es nicht. In einem anderen Brief an den Bischof von Brandenburg schildert Luther die Ereignisabfolge anders. Die öffentliche Einladung, der Thesenanschlag und die briefliche Versendung der Thesen seien gleichzeitig erfolgt. Warum gibt Luther dann gegenüber dem Papst und dem Kurfürsten etwas anderes an? Zwei Möglichkeiten. Erstens, Luther taktiert. Er wollte seine eigene Rolle in diesem Streit möglichst klein machen und wollte nicht als der Schuldige dastehen. Möglichkeit 2, Luther sagt die Wahrheit. Vielleicht hat er tatsächlich die Bischöfe privat informiert, vor dem 31. Oktober 1517, zum Beispiel im September, und wir haben nur keinen schriftlichen Beleg mehr davon. In dem Fall hätte Luther weder gelogen noch taktiert, sondern einfach die Wahrheit gesagt, und auch dann hätte der Thesenanschlag stattgefunden. Das sechste und letzte Argument für den Thesenanschlag ist ein neuer Quellenfund aus dem Jahr 2006. In einer Ausgabe des Neuen Testaments hat Luthers Privatsekretär Georg Röhrer Anfang der 1540er Jahre folgenden Satz notiert. Am Vortag von Allerheiligen im Jahre des Herrn 1517 wurden von Dr. Martin Luther Thesen über den Ablass an die Türen der Wittenberger Kirchen angebracht. Wir haben damit ein Zeugnis für den Thesenanschlag, das noch zu Luthers Lebzeiten verfasst wurde, das aus Luthers engstem Umfeld stammt und das unabhängig von Melanchthon ist. Halleluja! Besonders interessant übrigens, Röhrer schreibt an den Türen der Wittenberger Kirchen im Plural. Also fand der Thesenanschlag nicht nur an der Schlosskirche, sondern zum Beispiel auch an der Wittenberger Stadtkirche statt. Ein bisschen Wasser muss man allerdings in den Wein gießen. Auch Georg Röhrer war kein Augenzeuge des Geschehens, weil auch er sich 1517 noch nicht in Wittenberg befand. Aber diese neue Quelle ist so schlagend, dass die Mehrzahl der Reformationshistoriker sich durch sie überzeugen ließ und inzwischen zu der Auffassung gekommen ist, der Thesenanschlag Luthers fand wahrscheinlich doch statt. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben zwei explizite Zeugnisse für den Thesenanschlag, beide aus Luthers engstem Umfeld, eines davon noch aus Luthers Lebzeiten. Wir haben zwei potenzielle Augenzeugen, deren Berichte für einen Thesenanschlag sprechen. Luthers eigene Schilderung der Ereignisse lässt sich besser mit der Annahme eines Thesenanschlags vereinbaren als mit dem Gegenteil. Dass Luther selbst davon nie sprach, hängt mit der Alltäglichkeit des Vorgangs zusammen. Der Vorgang mag alltäglich gewesen sein, der Inhalt der 95 Thesen war es für Luther allerdings nicht. An diesem 31. Oktober 1517, als er die Thesen anschlägt, ändert Luther außerdem seinen Namen von Martin Luder zu Martin Luther. Unter seinen Freunden nennt er sich in genau dieser Zeit Eleutherius, der Befreite. Und 10 Jahre nach dem Thesenanschlag feiert Luther den 10. Reformationstag, als er einem Freund schreibt, er trinke in Erinnerung daran, dass vor 10 Jahren der Kampf gegen den Ablass begonnen habe. Ganz ehrlich, ernsthafte Zweifel am Thesenanschlag sind nicht mehr möglich. Der Thesenanschlag Martin Luthers ist also beides, ein Mythos und eine Tatsache. Manche mögen das nicht.
Vor ein paar Jahren wurde deshalb nochmal versucht, Luther den Hammer wieder aus der Hand zu reißen. Nicht Luther persönlich, sondern der Universitätshausmeister, der sogenannte Pedell, habe die Thesen angeschlagen. So sahen es nämlich die Universitätsstatuten vor. Und die Thesen seien gar nicht angeschlagen worden, sondern angeklebt. Naja, das mit dem Kleben ist höchstwahrscheinlich Quatsch. Das mit dem Hausmeister könnte immerhin sein. Aber den Thesenanschlag wird man damit nicht los. Und auch nicht den rebellischen Luther, der den Mut hatte, sich gegen die größten Autoritäten seiner Zeit zu stellen und der damit die Welt veränderte. Darum, warum gehen Sie nicht zum nächsten Halloween mal im Reformatorenkostüm und verteilen Lutherbonbons? Zugegeben etwas gewagt. Oder, noch gewagter, Sie gehen mal in einen Gottesdienst.